Guten Morgen, Mike. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Was? Was passiert hier? Ein Loch hier, ein Loch da und noch eins hier. Alle gute Dinge sind drei. Ah, gibt es etwas Schöneres als Tunnel zu graben? Nanu, wo bin ich denn hier? Was geht denn hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid. Ich bin Dick da. Ich habe vor der Pelipa-Post vergnügt meine Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich euch den Garten so verwüstet habe. Das weiß ich nicht. Halb so wild. Von Verwüstung würde ich ja noch nicht sprechen. Heißt das, ihr seid mir deswegen nicht böse? Ja, übertreib es halt nicht mit der Buddelei. Nicht jeder sieht das so locker wie wir. Klaro, das sehe ich ein. Vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnt ihr ihn gerne benutzen. So, ich mache mich auf den Weg. Ist eine neue Abkürzung in diesem Remake. Ich werde meine Tunnel auch wieder zuschütten, wenn ich dran denke. Also, man sieht sich. Süß. Das ist Pelipa wieder. Klonk. Ah, ich liebe es. Ne, 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 ne. Was haben wir denn heute? Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein Geschenk für dein Retterteam. Löse die beigefügten Intensivtickets im Makuhita Dojo ein und trainiere, was das Zeug hält. Zwei Tickets. Cool. Und auf ins Makuhita Dojo. Du hast ein Intensivticket? Dann nichts wie auf zum Training im Makuhita Dojo. Dieses Training lässt den Level deiner Attacken schneller ansteigen als Kämpfe in Dungeons. Vor allem, wenn du wiederholt sehr effektive Attacken auf Gegner abfeuerst. Doch damit nicht genug. Das Makuhita Dojo bietet zudem gratis Auffrischungskurse zur Bewegungssteuerung in Dungeons an. Bewegungssteuerung? What? Oh, jetzt haben wir schon vier Tickets. Eins haben wir noch. So, aber ich würde sagen, heute machen wir das Makuhita Dojo, ja. Aber bevor wir das machen, unsere Box, glaube ich, voll, oder? Nee, ist tatsächlich nicht. Aber wir haben Items hier, die ich mir gerne noch mal anschauen wollen würde. Zueignerschal. Attacken auf seinen Träger werden auf ein benachbartes Pokémon umgeleitet, aber Vorsicht, der Magen des Lehrers. Was? Okay, der Magen leert sich dabei. Attacken auf seinen Träger werden auf ein benachbartes Pokémon umgeleitet. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Oh, Plosivsamen sind cool. Bankorb. Ermöglicht es innerhalb eines Dungeons den Service der Duplikat-Bank zu nutzen? Lol. Talentorb. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon mit Talenten sich deinem Team anschließen wollen. Der Effekt hält, solange sich das Pokémon auf der Ebene befindet. Okay, das spare ich mir auf. Das ist bestimmt richtig krass gut. Das kann ich nicht benutzen. Warum? Wird es von einem Pokémon gegessen, steigen entweder der maximale KP-Wert, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung oder Initiative. Der Effekt ist permanent. Außerdem erwirbt das Pokémon eventuell ein Talent. Gummis können in Retterteam-Camps gegessen werden. Ach, deshalb kann ich es hier nicht machen. Wir nehmen uns mal die Plosivsamen mit. Und dann gehen wir noch ein paar Sachen ab. Lagern wir. Was belagern wir dann mal? Brand weg. Ja, brauchen wir das? Nee, oder? Brauchen wir ja nicht. Haben wir jetzt nächste Zeit nicht mit Feuerbomben zu tun. Gift und schwer vergiftet. Brauchen wir auch nicht. Oder? Lassen wir es mal da. Brauchen wir nicht. Top-Adder können wir rein. Nein, lassen wir mal da. Einen großen Apfel braucht man auch nicht am Anfang des Spiels. Nein. Das wollte ich eigentlich nie machen, aber ist auch okay. Wir haben so viele Mini-Beleber-Samen. Ich pack davon mal ein paar weg. So viele brauchen wir eh nicht. Ja, komm, pack dir mal alle weg. Und einen machen wir davon auch nochmal weg. Ein Apfel kommen wir weg. Georgbrocken, die können wir eigentlich immer behalten. Paralyse, wenn wir Paralyse. Ja, Paralyse werden wir haben demnächst. Intensivtickets. Und was macht die Arena-Bälle nochmal? Paralyse. Ja, lass mal. Reicht so. Ja, ja, passt. Du. Das Spiel macht so viel Bock. Hey, Makuhita. Das ist das Makuhita Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Machen wir doch mal ein Intensivtraining. Oh, das ist dein erstes Intensivtraining, nicht wahr?
Dieses Training kannst du absolvieren, indem du mir ein Intensivticket gibst. Je hochwertiger das Ticket, desto effektiver wird das Training sein. Also gut, dann wähle mal aus, was für ein Ticket du einsetzen willst. Oh, viele EP, besonders viele EP, extrem viele EP. Was macht denn dann... Okay, das ist alles anders. Probetraining macht was? Das zeigt, wie alles funktioniert. Ja, braucht man das? Das ist ja ganz anders, als ich dachte. Eigentlich wollte ich jetzt alle Typen machen, wie im Original. Da gab es immer ganz verschiedene Camps, was auch immer. Da musste man immer einen Ort mit einem einzigen bestimmten Typen absolvieren, aber hier ist es anscheinend nicht so. Und zum Beispiel im Hintergrund sieht es seltsam aus. Ich würde mal sagen, wir probieren uns mal in so einem Intensivticket, in dem Intensivtraining. Ja. Was wäre? Machen wir mal Pikachu. Ja, ja. Ein Elektrotraining. Dann ist wie los. Starten wir gleich mit dem Intensivtraining. Ein Elektrotraining. 15 Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Los. Intensivtraining. Besiege deine Gegner vor Ablauf des Zeitlimits. Wenn du sehr effektive Attacken einsetzt, erhältst du besonders viele Erfahrungspunkte. Schütze dich ins Training. Ja, okay. Let's go. Oh, verdammt. Wo ist denn die Zeit? Ich sehe sie nicht. Ah, da. Ah, das ist nicht in Runden, das ist in echten Sekunden. Achso, ich dachte, das ist in Runden. In Bewegungen. Nee. Ist in echten Sekunden. Ah, da war ein Krebutag. Das sind Gen 4 Pokémon. Im Originalspiel gab es nur Gen 3 Pokémon und ein paar Gen 4 Pokémon. Das war damals neu, dass es da Gen 4 Pokémon gab. Die kannte man noch nicht. Das ist das erste Spiel, wo man Gen 4 Pokémon gesehen hatte. Aber hier gibt es jetzt auch Gen 4 Pokémon ganz normal alle. Ja, ist mir gerade egal. Ich habe keine Zeit. Zack. Okay, ist down. Noch eins. Da, ein Krebutag. Ist mir egal. Angreif. Nimm das Elektroball. Ich sag einfach A. Ist mir egal. Zack. Und noch irgendwo eins. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 komm, komm, kill es. Nice. Okay. Cool, cool. Levelaufstieg. Level 8 sofort? Ja, aufgestiegen. Pika versucht Kameradschaft zu erlernen. Das ist eine schlechte Attacke, glaube ich. Was macht denn das? Senkt den Angriff des Was ein Rotz. Nee, brauchst du nicht, Pikachu. Brauchst du nicht. Ja. Okay. Okay, das lohnt sich aber tatsächlich irgendwie, hab ich das Gefühl. Ja, ich will weiter trainieren. Weil, warum nicht? Nochmal das Normale für mich. Pflanzentraining oder Gifttraining? Machen wir mal Gift. Warum nicht? Ja, warum nicht? Okay, 50 Sekunden wieder. Und los geht's. Na komm. Bam. Da ist noch einer. Wie hieß der? Kapaloris. Stimmt. Der ist voll cool. Der gefällt mir sehr. Yeah. So, aber ist egal, wer mir gefällt und wer nicht. Es geht darum, dass wir gewinnen. Aber der ist schon instant tot. Okay. Oh, hi. Tschüss. Und Torkoal. Okay. Bam. Einfach Spam. Einfach Spam. Hi. Tschüss. Ich spamme von meinen Attacken. Kommt her. Zack. Yeet. Oh, oh. Nein. Aua. Zack. Oh mein Gott. Zack. Ah, sorry für den kleinen Cut. Es ist nur gerade wenig laut geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache kurz eine Minute Pause. Und jetzt geht es wieder. Und wir haben eine Minute noch. Eine Sekunde mal nicht. Und wir konnten nicht mehr angreifen. Ja, egal. Da, 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 da. Das ist ja mega OP. Mein Level ist gestiegen. Ja, nicht nur das. Level 11? Oh, das ist ja mega OP. Oh Gott, das lassen wir lieber. Das möchte ich nicht. Nicht, dass das Spiel zu einfach wird. Da habe ich keine Lust zu. Level 11. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Zack, bium.
Dann sind wir hier. Und cool, oder? So, machen wir weiter. Obwohl, warte, bevor wir das weitermachen, holen wir uns neue Aufträge ab. Es gibt ja jeden Ingame-Tag einen neuen Auftrag. Oh, drei sogar jetzt. Warum Polonie stehen und sehr nah? Könnte mich bitte jemand begleiten? Ich habe mich gerührt, trotzdem wurde ich angegriffen. Ich habe mich nicht gerührt. Ah, warum hilft mir denn niemand? Das alte berühmte Orb ist gerade total in. Bitte hilft mir. Nein, das letzte mache ich nicht. Das mache ich, das mache ich. Das letzte ist ja gar kein Grund. Nee. Es ist total in. Bitte hilft mir. Ich brauche das coole Item, Alter. Voll cool und so. So, alle in. Oh, nur einer. Ich würde sagen, wir machen erstmal Kleinhain. Ich liebe die neue Overworld Map, die sieht viel besser aus als die alte. Auch wenn die alte nicht schlecht war. Und da ist auch schon Plusle. Pikachu, müssen wir kurz mit dir reden. Sonstiges aufgenommen, Träge, Umsehen, Boden, Taktik wählen, das wollte ich machen. Man kann nämlich Taktiken wählen. Wir sind ein Team. Das Pokémon folgt dem Anführer und greift Gegner in der Nähe an. Die Taktik empfiehlt sich für Anfänger. Es gibt noch, mir nach. Das Pokémon legt mehr Wert darauf, den Anführer zu folgen, als anzugreifen. Diese Taktik bietet sich an, wenn man es vorzieht, dass sich die Pokémon hinter dem Anführer versammeln. Keine Attacken greift man nicht an, aber es wirft Items. Dem Gegner hinterher. Ja. Jeder für sich. Der geht eigene Wege. Kann ich nicht verstehen, warum man so machen sollte. Warte hier. Das Pokémon unterhält eine Position, bewegt sich nicht vom Fleck. Ja. Kann nützlich sein. Und flieh vor Gegnern. Das würde ich eigentlich immer den Noobs machen lassen. Also. Ich bleibe jetzt mal wieder bei Sesam. Weil das bin ja ich. Also wenn wir neue Leute rekrutieren, das gibt es noch später im Spiel, dann würde ich wahrscheinlich Gegner ausweichen auswählen. Oder verfolgen mich nur oder sowas. So, und das war es dann auch schon mit dieser Mission. Ja, wir wollen den Dungeon verlassen. Reicht mir. Balalalam, baum. Danke für deine Hilfe. Ich werde es nicht mehr vorlesen. Ich gucke nur, was wir bekommen. Versandorb sagt mir gerade nichts. Aber naja, egal. So, das reicht für heute. Feierabend machen und schlafen gehen. Träume ich etwa schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Nanu? Versucht da etwa jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Huch, alles wackelt auf einmal. Ist das etwa ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich echt an. Am nächsten Morgen. Hallo? Kannst du mich hören? Hm? Du bist Mike, nicht wahr? Was? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unnötig von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dicktri. Während des Erdbebens letzte Nacht geschah etwas Fürchterliches. Mein Sohn Dicktri wurde angegriffen. Was, Dicktri? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Mike. Dicktri wurde von einem Pokémon namens Panzereon entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich sehe auf dich. So, jetzt muss ich aber los. Das Porträt. Das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dicktri auch nicht kalt. Da habe ich wohl keine Wahl. Na dann mal los. Oh, yeah. Ja, ab hier an diesem Punkt endet übrigens die Demo von dem Spiel. Deshalb ist alles hier neu für die Leute, die die Demo gespielt haben. Guten Morgen, Mike.
Was? Jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen? So ist es. Mein Sohn Dückter wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, das Porträt ist super. Da fällt mir ein. Dickter ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein? Da müssen wir doch helfen. Ja, sehe ich auch so. Dann let's go. Der Dungeon Stahlberg kann nun erkundet werden. Dann nix wie los. Da wären wir, der Stahlberg. Dickter wurde also auf den Gipfel verschleppt. Ganz genau. Ist schon wieder Dickter? Ja. Der Gipfel befindet sich auf Ebene E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay. Naja. Ist genau meine Art von Musik. Okay, auf geht's. Let's go. Retten wir das arme Dickter im Stahlberg. Wir sind gerade auf EE1. Oh, ein Tannhill. Hier gibt's wohl Metall-Pokémon. Da ist wieder eins von denen. Wir killen es. Du gehst jetzt mal schön down. Ich bin schon Level 11 und Pika Level 8. Das ist so krass. Ein Rabauz. Da setze ich doch Frankie nie ein. Oh, fein. Weil, warum nicht? Euer Steinchen. Pikachu mag ja seine Steinchen. Hier ist nochmal Steinchen. Ah, gibt's nichts, oder? Doch, doch. Hier geht's lang. Ah. Und die Treppe. Nein, ist sie nicht. Schade. Vielleicht hier oben. Hier oben. Na komm. Ja, hier ist sie. Na komm, die machen wir noch down. Easy. Ich liebe den Sound von dem Spiel so sehr. Das ist so epic. Okay, cool. Ich werde hin und wieder mal das Ding benutzen. Belebersam! Naja, damit kann man sich wieder beleben, falls man tot ist. Oh! Aua! Samenbombe! Okay. Ich muss halt die ganze Zeit auf die Richtung drücken. Damit das auch registriert. Komm! Zack! Ich finde nur irgendwie, die neuen Grafiken bringen nicht ganz die richtigen Vibes auf. Man hat nicht ganz das Gefühl, dass man wieder zurück in das Jahr 2005, 2006 ist, ja. Falls es irgendwie Sinn macht. Die Grafiken sind so... Ich weiß es nicht. Die sind nicht schlecht, definitiv nicht. Diese Grafiken sind wunderschön. Aber es wirkt alles so... Nicht so das, was es auf dem Game Boy Advance und auf dem DS mal waren. Wisst ihr, was ich meine? Ah doch, ich kann mit dem Steuer kurz auswählen. Okay, cool. Ich hoffe, die Musik ist für euch laut genug. Ach komm, Pikachu, lass es sein. Oh, mein Magen wird leer. Da sollten wir den doch langsam mal auffüllen. Aber ich warte erstmal, bis die Textbox kommt, die einen sagt, dass man den mal auffüllen sollte. Nice. So, was gibt's hier noch? Oh, hi. Ey, was soll denn das? Bam! War das ein Crit? Oder warum wurde es rangezoomt? Ich verstehe das immer noch nicht. Wie auch immer. Ja, gehen wir lang. Oh, ein Kleinstein von einem Georockstein beworfen.
Easy. Oh, ist die Treppe. Nice. Komm, Pikachu, lass es gut sein. Wir gehen einfach mal. Hi, weil. Oh, das sieht schon viel mehr nach Stahlberg aus. Oh, schau mal auf die Karte. Dort links. Ich bekomme langsam Hunger. Oh oh. Ja, alle paar Schritte, die man geht, fehlt mal einen Punkt, 100 Punkt. Oben rechts seht ihr dieses, wo ich nur 16 von habe, das ist mein Magen. Warum schmeiß ich den Stein? Ich bin schlau. Ja, hier, nimm das mal, Pikachu, dankeschön. So, hier links gibt es was Besonderes. Einen Kecleon-Shop. Läden, Dungeons, manchmal eröffnet Kecleon einen Laden mitten in einem Dungeon. Du kannst dort Items kaufen, indem du sie aufheben und schließend Kecleon ansprichst. Wenn du deine eigenen Items ablegen kannst, was? Wenn du deine eigenen Items ablegst, kannst du sie auch verkaufen. Vergiss auf keinen Fall Pokegeld zu hinterlassen, bevor du den Laden verlässt. Das ist ein kleiner Tipp, denn man kann ja stehlen, aber das machen wir irgendwann anders, wenn ich stark genug bin. Ja, man kann bei Kecleon stehlen, aber sollte man nicht machen. Der ist etwas stark, der Typ. Der kämpft nämlich auch zurück. Er kam und er reinspaziert. Nein, wir wollen das hier aufheben. Das auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Stopper-Orb. Versetzt alle Gegner auf der Ebene in den Zustand Versteinerung. Okay. Das hier? Chaos-Orb. Ja. Den nehmen wir mal auf, würde ich sagen. Naja, reicht schon. Was? Was passiert? Ach so, ich habe nur noch 10 Hunger. Ja, ja, da kaufen wir. Ich sollte mal hoch essen. Da haben wir einen Apfel. Ess ihn mal. Ein Apfel füllt 50 auf und ein großer Apfel füllt alles auf. Nur so, zur Info. Komm, schmeiß doch den Stein. Warum schmeiß. Habe ich keine Steine mehr? Okay. Was? Okay. Oh, Level Up für Pika wahrscheinlich. Für mich? Oh Mann, ich bin so OP. Ich bin abgestiegen. Ja, leider. Hätte ich lieber nicht machen sollen, das Training. Oh Gott, ich dachte, das wird zum was anderem führen. So, ich wollte mir das den Orb anschauen. Zum einen Teambeleber Orb. Den geben wir mal Pika. Und ich selber trage einfach mal den Chaos Orb. Geben mir selbst. Ich glaube, wenn man die Items gibt, dann werden die random von ihnen eingesetzt, oder? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ich weiß es gerade nicht. Okay, geht nicht. Strauchler. Warum kann Pikachu Strauchler? Ich verstehe es nicht. Oh, Scholunia, ich würde es eigentlich gar nicht angreifen. Es tut mir so leid, Scholunia. Ja, komm, kill es. Nice. Komm, Pikachu, lass es gut sein. Hört euch bitte alle den Soundtrack an, der ist genial. Einer der besten Videospiel-Soundtracks ever. Ich schaue mir den privat immer an. Er ist so nice. Und das war übrigens ernst gemeint, auch wenn ich vielleicht wieder nicht so ernst wirke. Das war gerade ernst gemeint. Das Honor ist geil. Pikachu, lass es gut sein, habe ich gesagt. Ja, Mediti. Ja, es war Mediti. Ja, kannst mal angreifen hier. Ich schubse dich mal zu ihm hin. Ne? So wie es Freunde machen. So, wir sind fast da. E8. Hier ist noch ein Oh nein. Schlaf. Das Pokémon schläft und kann nicht handeln. Manchmal wacht es auf, wenn es Schaden. Wacht es auf, wenn es Schaden nimmt. Nach einer Weile wird der Zustand aufgehoben. Oh, okay. Ja, das war eine Falle. Liegt's auch. Das ist ziemlich fies, vor allem später im Spiel. Das kann ich nur sagen. Sollte immer vorbereitet sein mit ganz vielen Items. Nicht zu vielen. Oh, ist denn da? Sieh mal, Mike! Da drüben ist Dick da!
Oh nein, es hat Angst. Hey, ist alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Hey, Ida! Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dieter zu retten, natürlich. Mann, ey, lass ihn doch sofort frei, Panzer-Heron. Wie könnt ihr es wagen? Es ist doch alles seine Schuld. Seit Tagen kriege ich kein Auge zu, weil hier ständig die Erde rumort. Und das alles nur, weil Rabauken wie er, wie Wahnsinnige unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Zugeben, in letzter Zeit gab es so einige Erdbeben. Doch ich bezweifle stark, dass Dieter und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still! Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos, Panzeron. Es ist zwecklos, Mike. Panzeron ist aufgebaut, um uns auf uns zu hören. Schotter bitte nicht, Mike, danke. Wir müssen wohl kämpfen. Oh nein! Oh no! Wir kämpfen gegen Panzer und der Silberblick einsetzt und wir setzen dafür Schlammblatt ein. Das macht ihm hoffentlich Damage oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann sammeln Bombe. Pikachu stärker als ich. Das ist nicht so nice. Haben wir es geschafft. Glaube ich. Da hab ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück. Tschüss. Oh, was ein Idiot. Hey, wir haben Panzer-Heron verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt wieder rüberkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Warte einen Moment. Oh je. Da geht es aber ganz schön weit runter. Man kann ja nicht mal den Boden sehen. Mike, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Beep, beep. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Ja, wir haben Schwebe. Deshalb können wir einfach hochfliegen. Wir haben hier vorhin erfahren. Psst. Wir retten dich da aus der Luft. Beep. Halt dich an uns fest. Beep, psst, beep. Keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Bzzzt. Schade, im Original hat man sogar gesehen, wie die den getragen haben. Also halt nur so Sprite niemand anders stellen, aber trotzdem. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich noch nie so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, das war gerade ein legendärer Teil dieses Spiels. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra! Hä? Huch, war das? Hör ihr verstimmen? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Dickri. Oh, Papa! Dieter, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und das habe ich nur Mike und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Vergesst bitte nicht auch unseren Freunden, den Magnetilo, zu danken. Allein hätten wir das nämlich nie und nimmer geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch, Beep. Das war doch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreiergespann. Da muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztlich alle eine große Familie. Bzzzt. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los, Mike. Pika, vielen Dank. Lebt wohl. Top-Ether erhalten und Heilsamen. Und 800 Poké-Dollar. Ja, Poké. Wir gehen dann auch mal, Beep. Oh, wartet mal, lauf dich weg. Was gibt es denn?
Möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Bzzzt. Ja, immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft noch gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Mike? Ja, wir brauchen euch. Zurück zu euch. Was sagt ihr? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß. Beep, beep, hurra. Aber wenn ihr uns für einen Rettungsauftrag benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen können? Naja. Oh, also nicht. Schade. Dann können wir eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis dann. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssen? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können. Wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten, dann brauchen wir halt solche Camps. Hey, ich hab's! Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es einen interessanten Laden. Seit heute, der sich Knuddeluff Camp Kiosk nennt. Letztes Mal, als wir dort waren, hat er geschlossen. Aber vielleicht hat er ja morgen geöffnet. War halt Wochenende, so. Weißt du? Er befindet sich direkt neben der Stability Cat Bank. Knuddeluff betreibt ihn. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Dann ist es beschlossene Sache. Morgen gehen wir alle gemeinsam zum Pokémon-Platz. Okay. Schon wieder dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Hä? Diesmal höre ich es etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte! Bitte erzähl mir mehr! Oh nein, es ist verschwunden. Am nächsten Morgen. Und was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge.